Yo Friends, was geht ab euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Georg TV. Habt ihr mich schon abonniert? Meine lieben Freunde, ich habe wieder etwas Neues zu berichten über das Thema Luana und Firat. Luana hat nämlich eine kurze Ansage gemacht an alle Hater, an alle Menschen, die gegen sie schießen, die gegen Luana sind. Denn wie ich in den letzten Videos schon gesagt habe, hat Luana auf Instagram eine Fragerunde gestartet. Von einer dieser Fragen kam eine direkte Frage von jemandem Anonymen, der gefragt hat, Firat war einfach der erste Freund und jeder nennt dich. Wo ist der Sinn? Daraufhin hat Luana das geantwortet. Hater sind eine eigene Spezies. Wir werden niemals erfahren, was in deren Köpfe abgeht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Luana wird niemals das verstehen, was im Kopf eines Haters abläuft. Somit hat sie geklärt, sie wird diese Menschen sowieso nie verstehen. Also sollen die machen, was sie machen wollen. Ist natürlich auch gerechtfertigt, weil sie hat in letzter Zeit so viel Hate abbekommen, Leute. Sie hat so viele Nachrichten wahrscheinlich bekommen, sehr viele Kommentare, die gegen sie selbst waren als Person. Viele machen sich auch über sie lustig, über ihr Aussehen, wo ich mir denke, Leute, erstens mal ist das nicht richtig. Ihr wisst ganz genau, wie weit das gehen kann, wenn man Menschen verurteilt wegen ihrem Aussehen. Kein Mensch ist besser als der andere. Diejenigen, die das schreiben, sie würde ausschauen wie ein Alien etc., sind nicht besser. Sie sind nicht besser. Ich bitte jeden Einzelnen, Freunde, hört auf mit so einem Blödsinn, hört auf zu haten. Wenn ihr Probleme habt, schreibt eure Argumentation darunter, aber macht euch nicht lustig über Aussehen anderer Personen. Das ist nicht richtig, Mann. Ich toleriere sowas gar nicht. Wir wissen alle, dass Luana stark ist. Ja, sie ist stark, aber wenn wir weiter so machen, das endet nie gut. Wir wissen ganz genau, wie oft wir schon das gehört haben von diesem Mobbing, 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 wie viele Menschen da weit gegangen sind. Ich möchte nicht sagen, was alles passiert ist, aber Leute, lasst uns bitte menschlich sein. Ihr wisst ganz genau, keiner entscheidet, wie der andere aussieht. Der andere hat grüne Augen, der andere hat schwarze Augen, der eine hat ein Auge, der andere ist komplett blind, der eine hat einen Fuß, der andere kann gar nicht mal gehen. Hört auf, Aussehen zu beurteilen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, Leute. Seien wir bitte menschlich und seien wir real. Das ist Real Talk, Freunde. Auch wenn es nicht viele vor der Kamera sagen, ich sag's, mir ist es egal. Wenn ihr meiner Meinung seid, meine lieben Freunde, dann lasst mir einen fetten Daumen nach oben da. Würde mich extrem freuen. Supportet mich mit einem Abo und unterstützt mich auf diesem Kanal. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.